Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand und ich freue mich heute wieder ganz besonders, weil ich die liebe Sarah mal wieder für ein Interview zu Gast habe auf meinem Kanal. Und wir haben uns, also ich habe ja mal rumgefragt, bei YouTube kamen die besten Ergebnisse und ihr habt euch ein Video zum Thema, also mit 44% Mehrheit ein Video zum Thema unnötige Eingriffe gewünscht. Und wir wollen uns heute halt einfach mal mit der Frage beschäftigen gemeinsam, wann ist ein Eingriff, ein medizinischer Eingriff nötig und wann ist er nicht unbedingt nötig. Und die Sarah hat da meiner Meinung nach immer so eine ganz bodenständige Einstellung dazu. Also weder zu, ach ja, wir meditieren alles weg, noch zu panisch. Und deswegen dachte ich, ist das ein tolles Thema für uns beide. Und ja, ihr kennt ja alle Sarah. Sarah ist ja Mama von 9 Kindern, ist auch Ärztin und ist auch immer, ja, also unterwegs in Sachen Alleingeburt und setzt sich dafür ein, die Selbstbestimmung der Frau und so weiter. Sarah, wenn ich noch irgendwas vergessen habe, du kannst dich auch sehr gerne nochmal selber vorstellen und ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke. Ja, zu mir kann man viel erzählen, aber du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Ja, ich habe 9 Kinder, die sind zwischen 1 und 16. Und ja, ich bin zurzeit ziemlich Vollzeit Hausfrau und Mutter. Und ich habe mal Medizin studiert und mein Medizinstudium auch abgeschlossen und ein bisschen gearbeitet. Aber dann habe ich lieber im Real Life gelernt mit meinen Kindern. Und da lernt man auch eine ganze Menge. Kann man sich sehr weiterbilden, auch was medizinische Aspekte angeht. Und inzwischen berate ich auch Leute im Internet, was so ja meine Themen eigentlich angeht, also Schwangerschaft, Geburt und Kindergesundheit und naja, was halt so anfällt, ne? Genau. Super. Ja, das ist total schön. Und du bist ja auch durch die Geburtshilfe, also dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, auch was schief laufen kann, auch so ein bisschen dahin gekommen, dass viele Dinge auch unnötig sind, ne? Gerade bei der Geburt, manche auch nicht. Wir wollen jetzt auch nicht im Einzelnen auf diese Geburt eingehen, weil wir hatten uns ja jetzt das Kinderthema rausgenommen. Aber da bist du ja wahrscheinlich das erste Mal so richtig damit konfrontiert worden, mit dieser Interventionskaskade, die dann immer so losgetreten wird, dass halt viele Dinge auch verschlimmbessert werden, ne, wenn man manchmal Hilfe sucht und dann mehr Hilfe bekommt, als man vielleicht wollte. Und genau. Wir haben uns jetzt eben gedacht, wir schauen nochmal vielleicht zum Thema Zahn-OPs bei Kindern, Paukenröhrchen, Polypen, Überwachung im Krankenhaus, so einzelne Sachen, die wir uns nochmal vielleicht einzeln anschauen in einer späteren Frage. Und jetzt erstmal so die Frage an dich. Was würdest du generell, und das muss ja vielleicht nicht mal nur für Kinder zählen, aber bei Kindern wahrscheinlich besonders, was ist da generell abzuwägen für dich, bevor ich einen Eingriff an meinem Kind vornehmen lasse? Also jetzt keine Not-OP oder so, sondern halt solche geplanten, stinknormalen Sachen wie eben Polypen entfernen oder so. Also ich wäge immer ab, was ist der Nutzen, der mögliche Nutzen aus der Operation oder aus dem Eingriff? Was ist der mögliche Schaden? Oder auch wenn das Kind, manche Kinder sind sehr sensibel, die lassen sich überhaupt nicht gerne überhaupt von Fremden anfassen. Für die ist das total schlimm, wenn irgendjemand sie körperlich angreift. Was könnte passieren, wenn ich es nicht mache als Schlimmstes? Also ich wäge so immer die, was kann da als Schlimmstes passieren, was kann hier als Schlimmstes passieren, was könnte der größte Nutzen sein und was könnte dann auch der Vorteil sein, wenn ich es nicht mache? Und dann individuell aufs Kind, wie groß wird das Drama sein, was für das Kind daraus resultiert, wenn man das macht oder auch, wenn man es nicht macht. Also so dieses Abwägen, was passiert, wenn ich es mache, was passiert, wenn ich es nicht mache. Ja, das ist auf jeden Fall total gut. Und hast du jetzt, also nochmal eine kleine Nachfrage zu der Frage, hast du den Eindruck, dass das alle Ärzte immer sehr gewissenhaft auch machen? Weil ich meine, du bist jetzt die Mama, aber es ist ja nicht jede Mama selber auch Ärztin. Das heißt, viele Eltern verlassen sich ja auch auf die Ärzte. Oder würdest du sagen, in dem Fall dann lieber mehrere Meinungen einholen oder? Ja, das kommt auf den Art des Eingriffs an. Also es gibt bestimmte Eingriffe, die werden sehr gerne und sehr häufig gemacht. Und es ist die Frage, ob die tatsächlich so notwendig sind. Also gerade diese Zahn-OPs in Vollnarkose, da gibt es garantiert andere Möglichkeiten, aber das ist halt ein gutes Geschäftsmodell für die Kinderzahnärzte. Da so einmal Rundumschlag in Vollnarkose, das ist eine maximale Gewinnoptimierung, ne? In kurzer Zeit sehr viel Geld mit sehr viel Behandlung generieren. Und da würde ich mir eine andere Meinung holen oder
erstmal selber drüber nachdenken, wenn das Kind keine Schmerzen hat zum Beispiel, kann man nicht noch 2, 3 Jahre warten? Ist das Kind dann mehr kooperationsfähig? Kann man das Ganze auch einfach in lokaler Betäubung machen? Oder? Also die Möglichkeiten erstmal abchecken, bevor man diese eine Option, die einem angeboten wird, dann einfach übernimmt. Sondern ja, also da würde ich differenzieren, gerade wenn eine große Gewinnspanne für den behandelnden Arzt da ist. Oder allgemein, wenn einem etwas als alternativlos angeboten wird, würde ich immer gucken, welche Alternativen gibt es denn noch, weil es ist eigentlich nie irgendwas alternativlos. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und inwieweit, du hast ja gerade schon angesprochen, dass Kinder auch unterschiedlich sind und auch der Grad der zu erwartenden Traumatisierung durch den Eingriff unterschiedlich ist. Inwieweit würdest du denn Kinder mit einbeziehen? Oder vielleicht hast du ein Beispiel aus deinem Bekanntenkreis oder aus ja, Beratungsgesprächen oder auch von euch, inwieweit würdest du da Kinder einfach mit einbeziehen in diese Entscheidung? Würdest du die fragen? Weil manche sagen, ja, das ist eine Entscheidung, die muss ich treffen, die kann mein Kind nicht treffen. Da gehen ja die Meinungen sehr weit auseinander, gerade bei medizinischen Dingen. Also das kommt aufs Alter an für mich und auch auf die Art des Eingriffs. Je älter das Kind, umso mehr kann man es mit einbeziehen und Sachen erklären. Letztendlich bin ich natürlich derjenige, der die Entscheidung treffen muss, weil ich bin vom Gesetz her derjenige, der dafür abgestellt ist. Ja. Aber je älter das Kind ist, umso eher kann das Kind sagen, das will ich lieber so, das will ich lieber so. Zum Beispiel mein Sohn, der ist jetzt 14, der hat Schmelzdefekte an den Bleibenden und da muss was gemacht werden und da lasse ich ihn schon die Entscheidung jetzt treffen. Willst du das jetzt behandeln lassen oder später oder was willst du da machen? Der eine Zahn, der ist ziemlich sch schlimm. Da war dann im Raum, den ziehen zu lassen, aber er will ihn jetzt doch nicht ziehen lassen und es ist ein bisschen hin und her, ne? Aber ich finde, er ist 14, er muss lernen, für seinen Körper die Entscheidungsgewalt zu übernehmen. Und wenn ich dann irgendwas entscheide und es passt ihm nicht, dann bin ich vielleicht der Buhmann auf ewig oder so. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Übungsfeld, für sich Verantwortung übernehmen zu lernen und allgemein so im eigenen Körper anzukommen, den eigenen Körper so als hierüber entscheide ich. Und das finde ich wichtig, dass das ab einem bestimmten Alter ich quasi das Heft übergebe. So, du entscheidest das jetzt. Ich berate dich, aber du musst die Entscheidung treffen. Bei jüngeren Kindern würde ich das jetzt nicht so machen. Da würde ich eher für mich abwägen. Es gibt ja, also unsere Große war recht, also autistisch und hat dann, also einmal beim Zahnarzt, da wurde Röntgenbild gemacht und da diese Riesen, das war so ein Riesenröntgen, so noch nicht digital, sondern so riesen Röntgenkartusche, die dann bei ihr da, so, diese da wo so draufbeißen sollte, was total unangenehm war für sie und was aber dann trotzdem machen sollte und das war für sie dann so traumatisch, dass sie nie wieder zum Zahnarzt wollte quasi. Und da muss man halt abwägen, wie groß ist das Drama, was entsteht, wenn ich mit dem Kind, was halt besonders ist, irgendwo aus dem Autismus-Spektrum sehr sensibel. Wie groß ist das Drama, wenn ich da mit dem zum Zahnarzt gehe? Weil das war dann so nur über meine Leiche quasi zum Zahnarzt. Und dann ist die Frage, will ich tatsächlich so weit gehen, dieses ganze Drama mitmachen, das Kind dagegen seinen Willen hinzerren und die ist dann zum Äußersten gegangen, die ist dann auch mal aus der Praxis abgehauen, solche Sachen. Also da muss man gucken, wie krass ist das Kind drauf, also was lässt sich mit sich nicht machen und wie, ja, und ja, bin ich bereit, das durchzufechten bis zum Schluss? Ist mir das so wichtig und abzuwägen, wie viel Gesundheit hängt da jetzt dran, ob ich das jetzt machen lasse oder nicht. Also da entscheide ich dann eher, da wäge ich dann ab, ist es das Drama wert? Muss das sein oder ist es jetzt nicht so schlimm? Kann man es vielleicht auch ja, irgendwie anders hinkriegen? Sie hatte halt Karies in den Milchzähnen und da sind dann auch 2 abgestorben. Aber als sie tot waren, haben die keine Beschwerden mehr gemacht. Die sind dann beim Zahnwechsel rausgefallen und ja, das war dann das allerwenigste Drama, was wir haben konnten. Ja, total schön finde ich das, weil eben also es wird halt oft als alternativlos hingestellt, wie du vorhin schon auch angedeutet hast, weil halt vielleicht auch zum Teil dran verdient wird. Ich will das jetzt nicht immer unterstellen, aber manchmal wird es schon auch also manchmal wird es schon auch so sein, ne? Und dann einfach zu sagen, wirklich, wir kommen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und es sind Milchzähne und ich habe hier ein Kind, das ist so drauf und dann ist es auf jeden Fall besser. Man macht das so, als das Kind hat zum Beispiel dann lebenslang irgendwie eine Zahnarztphobie oder, also weil dann ist ja der Nutzen auch wieder nicht gut, ne? Wenn man das Kind gegen seinen Willen zu irgendwas nötigt und jetzt komme ich nochmal drauf zurück, was du vorher gesagt hast, auch mit dieser Entscheidung über den eigenen Körper und die Verantwortung auch dafür, wenn wir das nie lernen, dass wir auch selber sagen können, ja oder nein, dann übergeben wir irgendwann
ohne dass wir der entscheidende Punkt sind, die Verantwortung irgendwann an den Arzt. Und das sieht man ja bei vielen Erwachsenen noch, ne? Die lassen sich Angst machen, die lassen sich in irgendwas hinein, auch gerade bei Geburten und so, in irgendwas hinein ängstigen. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, total gut. Und dann lass uns doch jetzt mal zu den einzelnen Eingriffen kommen. Wir haben jetzt ein paar rausgegriffen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir ja irgendwann noch mal einen Teil 2 machen. Also jetzt nicht gleich, aber irgendwann vielleicht. Und was sagst du zum Beispiel zu Polypen? Ich habe gehört, dass im HNO-Bereich, habe ich schon von vielen Seiten gehört, dass da unheimlich gern geschnippelt wird, ne? Also auch mit Fenstern und die Nebenhöhlen und hier und da und dort. Was sagst du zu diesem ganzen Bereich? Also Polypen ist ja jetzt eins, was Kinder häufig betrifft. Die Polypen, vielleicht für die, die nicht so genau wissen, was das ist, zu erklären, das sind Mandeln, also eine Art Lymphorgan, das gehört zum Immunsystem im Rachenbereich. Und da gibt es mehrere, da gibt es die Mandeln, die man sieht, wenn man reinguckt, hinten rechts und links, die sind es aber nicht. Die Polypen sieht man nicht. Die Polypen sind so hinten quasi in der Dachkammer. Also wenn man durch die Nase oder hinten um die Ecke gucken würde, da oben sind diese Polypen. Und die können halt die Nase ziemlich zu verlegen, dass das Kind nur noch durch den Mund atmet. Die können auch die, da mündet auch die eustachische Röhre, also der Durchgang zwischen Nase und Ohr, die können das verlegen. Und das ist halt ungünstig. Also ein Kind sollte nicht chronisch durch den Mund atmen, weil solange, gerade wenn es noch in der Entwicklung ist, soll die Zunge oben im Gaumen liegen. Die Zunge ist der Kieferformer. Wenn die Zunge immer unten liegt, dann wird der Kiefer eng und dann kommt es nachher zu Zahnengstand und dann braucht man Zahnspange oder man hat dann chronische Probleme mit dem Kiefergelenk später im Leben, wenn der Oberkiefer zu klein ist. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Problemen dran, wenn in der Entwicklungsphase die Zunge nicht oben im Gaumen liegt. Deswegen ist das schon essentiell wichtig, dass ein Kind Luft durch die Nase kriegt. Und natürlich Ohrentzündungen, Mittelohrentzündungen können auch chronisch werden, wenn da hinten die Belüftung nicht gut ist, dadurch, dass die Polypen da auf die Tube wachsen, vor die Tube wachsen, also den Durchgang zwischen Ohr und Nase. Also von daher ist es schon wichtig, dass die Belüftung gut ist, weil das eben chronische Geschichten nach sich ziehen kann. Deswegen im Zweifelsfall könnte es sinnvoll sein, das zu operieren. Aber die Polypen werden nicht einfach nur so aus Spaß groß, sondern das ist ein Indikator dafür, dass im Körper ziemlich viel Entzündung ist. Und eigentlich müsste man die Entzündung adressieren, guck, also erstmal die Ernährung und die Darmflora. Das sind eigentlich so die zwei Hauptkriterien, die über die Entzündung, über das Entzündungslevel im Körper entscheiden. Und da könnte man ansetzen und weniger Getreide, weniger Kohlenhydrate, ein bisschen mehr traditionelle Fette zum Beispiel, genug fettlösliche Vitamine und Fermente oder gute Bakterien für den Darm, damit der Darm auch die Nährstoffe aufnehmen kann, damit es da keine Verdauungsschwierigkeiten gibt, was ja häufig dann zu Entzündungen im Körper führt. Also da kann man eine ganze Menge ganzheitlich machen und die Polypen sind eigentlich nur ein Symptom. Also die sind nicht die Krankheit oder das Problem an sich, sondern sie sind die Folge von einem Ungleichgewicht im Körper. Und wenn man das ins Gleichgewicht bringen kann, dann werden die Polypen von alleine kleiner. Oder natürlich, wenn das Problem erhalten bleibt und man macht die Polypen weg, können die auch nachwachsen. Also von daher ist es immer gut, das Genau, Grundproblem anzugehen, ja. egal ob man es operieren lässt oder nicht. Ja, und man, also vor allem dann, wenn man sehr sensible Kinder hat, die so einen Eingriff auch also sehr traumatisch wahrnehmen würden, wäre es natürlich gut, erstmal alles auszuschalten, was überhaupt dazu geführt hat. Weil es ist ja immer wieder die Frage, in der Schulmedizin klebe ich die rote Warnlampe zu oder schaue ich mal, warum sie leuchtet, ne? Und in dem Fall ist es natürlich wirklich einfach so, dass das so wuchert, damit die Schleimhaut größer wird, damit der Körper mehr loswerden kann, ne? Was er halt loswerden will. Und das würde dann in dem Fall natürlich auch nachwachsen, ne? Wenn man es einfach rausschneidet. Das ist ja oft auch bei Krebs zum Beispiel so, ne? Wenn man es irgendwo wegschneidet, dann kommt es an der nächsten Stelle wieder. Kann passieren, ne? Und da ist es immer wichtig, selbst, wie du gesagt hast, selbst wenn man es machen lässt, zu schauen, wo kommt es her, ne? Genau, das sind eigentlich nur Symptome und sagt einem was über den Zustand des Körpers. Und das sollte man vor allem ernst nehmen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Nasenatmung hergestellt wird und die Mundatmung aufhört, gerade wenn das Kind im Wachstum ist, weil man sonst das ganze Leben lang unter Umständen dann da keine Freude dran hat. Genau, also klar, also das haben wir uns ja vorhin auch schon unterhalten, ne, mit Oberkieferwachstum und so weiter, ne, das kann einem schon ganz schön lange zu schaffen machen. Und
denke ich mal, sind die Polypen jetzt abgehackt. Was sagst du zu Paukenröhrchen? Das ist ja auch noch da oben in der Gegend. Das ist ja auch sehr beliebt. Ja, das hängt alles mit dieser Region zusammen. Das fängt aber schon früher an, oft, wenn das Baby schon im Mutterleib einen Nährstoffmangel hat, also wenn die Mutter schon nicht gut versorgt ist, dann ist es öfters so, dass das Mittelgesicht und dieser Bereich hier auch im Schädel unterentwickelt bleibt. Also der wächst nicht so groß, wie er eigentlich könnte und sollte. Und dann ist es alles enger. Und die Nase ist enger und dadurch ist die Belüftung auch schlechter. Und dann kommt es häufiger dazu, dass eben auch Mittelohrentzündung auftreten, weil Mittelohrentzündung ist ja eigentlich nur ein Belüftungsproblem. Also bei einer Erkältung schwillt ja eh alles zu, dann hat man auch oft mal Ohrenschmerzen, aber das muss nicht in der Mittelohrentzündung sich auswachsen, sondern sobald alles wieder abschwillt, kann auch alles wieder ablaufen, die Schmerzen hören auf und gut ist. Also so verlaufen eigentlich fast alle Mittelohrentzündungen, wenn meine Kinder mal eins haben. Es geht 2, 3 Tage Ohrenschmerzen und dann schwillt alles wieder ab und dann ist gut. Aber bei einer richtigen Mittelohrentzündung, da schwillt das eben nicht so schnell ab und dann sammelt sich hinterm Trommelfell halt diese Flüssigkeit, die normalerweise ablaufen sollte durch die Tube, also die eustachische Röhre, wie die auch auf Schlau heißt. Ja. Und dann wachsen, dann fühlen sich da Bakterien sehr wohl in dieser Flüssigkeit. Und dann kommt es zu der richtigen eitrigen Mittelohrentzündung, wo dann das Trommelfell platzt und dann läuft es raus. Und wenn halt das Ohr chronisch unterbelüftet ist, kommt das halt zu chronischen Mittelohrentzündungen. Hängt natürlich auch wieder mit dieser chronischen erhöhten Entzündung im Körper zusammen. Also Ja. da spielen mehrere Faktoren ineinander. Aber dann macht man halt ein kleines Röhrchen ins Trommelfell, damit was im Ohr ist, halt ablaufen kann. Um die Belüftung quasi, die von innen nicht so gegeben ist, irgendwie von außen so ein bisschen zu kompensieren, damit das mal ausheilen kann und nicht diese chronische Entzündung da drin so vor sich hin vagabundiert. Weil auf Dauer, also einmal eine Mittelohrentzündung ist nicht schlimm, aber wenn man chronische Mittelohrentzündung hat, kann das halt auf die Hörleistung gehen, also dass dann man schlechter hört. Ja. Von daher kann das in solchen Fällen, wo man keinen anderen Weg findet, wenn zum Beispiel das alles sehr eng entwickelt ist, kann das schon mal Sinn machen, aber das Wichtigste wäre auch wieder die Entzündung, das Entzündungsniveau im Körper runterzubringen, damit der Körper das am besten alles selbst ausheilen kann. Je weniger es entzündet ist, umso weniger ist es geschwollen, umso besser kann alles ablaufen, was ablaufen muss. Absolut, ja. Und was ich halt auch, also mir wurde das auch mal angeraten, weil ich auch, ich glaube, ich hatte so einen Paukenerguss, ne, so nennt sich das. Und ich habe dann halt aber tatsächlich gewartet so lange. Ne? Das ging auch ein paar Monate, ne, bis ich dann wieder richtig gehört habe. Aber ich habe es halt ausgesessen sozusagen und gewartet, bis sich das abgebaut hat. Und habe halt auch schon gehört, dass Leute mit Paukenröhrchen eben immer Probleme haben, wenn sie mal schwimmen oder, ne, also dass das halt auch nicht so ganz ohne ist, weil es ist ja unnatürlich. Und auch die Narbenbildung um so ein Plasterröhrchen, was es ja am Ende ist, ne, die ist ja auch nicht so, wie wenn es natürlich reißt, ne. Und also, dass man da halt wirklich schaut und dass man auch schaut, welche Gifte gebe ich meinem Körper rein, weil das ist ja auch gewisse Vorsorgemaßnahmen, die wir alle kennen, die ich jetzt nicht konkret anspreche, aber die sollen ja auch verantwortlich sein für häufige Mittelohrentzündungen unter anderem. Und dass man da halt einfach mal so ein bisschen schaut, wie viel Gift und was ja Gifte machen ja auch Entzündungen im Körper, weil der Körper will ja alle Gifte, egal ob die jetzt von oben, von unten, von rechts oder links kommen, will die ja auch loswerden. Und da sind natürlich die Schleimhäute überall auch gut geeignet dafür, ne? Und wenn dann halt eine Erkältung ist, dann kann er da halt besonders viel rausschießen sozusagen, ne? Aber man kann natürlich ja auch über andere Wege entgiften, aber halt da durch gute Ernährung, durch gute Darmflora sozusagen vorzusorgen, ist auf jeden Fall super und dass man halt auch aufpasst, was nehme ich, ne? Nehme ich auch immer irgendwelche Tabletten, irgendwelche synthetischen Mittel, die der Körper ja in irgendeiner Form wieder loswerden muss. Denn das sind ja eigentlich keine Dinge, die der Körper jetzt von Natur aus kennt. Ne? Also, dass man da auch einfach schaut, was kann ich minimieren an Chemikalien im Haushalt? Was kann ich minimieren an Chemikalien im Essen? Was kann ich minimieren an Chemikalien in Medikamenten, die ich vielleicht einnehme? Und genau, das wäre jetzt so dieser HNO-Bereich gewesen. Dann natürlich auch noch die Frage, zum Beispiel, was die Jungs betrifft mit Vorhautverengung. Das lese ich auch immer oft in Gruppen, wo sich es um Kindergesundheit dreht. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Was sagst du dazu? Ja, das ist an sich ein Hormonproblem oder ein Hormonmangelproblem, wenn der kleine Junge nicht genug Testosteron hat. Also die haben es zwar doch nur noch nicht viel, aber wenn es weniger ist, als es in dem Alter sein sollte, dann kann das sein, dass die Vorhaut halt sehr, sehr, sehr eng ist. Und das ist in den meisten Fällen aber kein Problem, solange der Pipistrahl noch rauskommt. Also auch wenn das sich wie ein Ballon aufbläst, solange alles rauskommt,
ist es jetzt noch nicht, wo man sagt, oh, das muss man jetzt unbedingt machen, sonst staut sich der Harn zurück und dann gibt es eine vergrößerte Blase, weil der Harn nicht rauskommt. Also solange das geht, eigentlich richtet das die Zeit, weil je älter das Kind wird, umso mehr Hormone produziert es und umso weiter wird die Vorhaut. Was man halt nicht machen sollte, ist zu versuchen, das Ganze zu dehnen oder zu bearbeiten, weil man da eher Narbengewebe erzeugt und das Problem dann verschlimmern kann. Und wenn natürlich da irgendwie schon Narbengewebe ist und es tatsächlich gar nicht anders geht, dann, ja, dann ist es natürlich schön, dass es den operativen Weg gibt, aber der ist eigentlich sehr, sehr selten nötig. Also es gibt auch Hormoncremes, die dann verschrieben werden zum Teil. Ja, funktioniert so, naja, ja, aber also die Mütter machen sich meistens Sorgen, wenn das sich halt so aufbläht, weil die Vorhaut, wenn die sehr eng ist, dann läuft es natürlich erstmal in die Vorhaut und dann kommt es von raus. Aber ja, solange das kein Harnverhalt, also der Harn nicht in der Blase bleibt, sondern alles rauskommt, ist es an sich erstmal in dem Moment kein Problem. Also kein körperliches Problem, wo es jetzt ein Schaden entstehen würde, wenn man nichts macht. Deswegen ist es meistens eher cool bleiben angesagt, als jetzt vorschnell eingreifen eigentlich. Ja, und wie hast du so die Erfahrung? Ist das jetzt generell eine Sache, die zu schnell empfohlen wird, oder ist das, sehen das viele Ärzte jetzt mittlerweile auch so? Da gehen die Ärzte eigentlich recht gechillt damit um, ist so meine Beobachtung, ja. Also da wird jetzt nicht überschnell operiert. Ja. Da sind ja, es gibt ja auch schon viele Eingriffe, die jetzt viel seltener gemacht werden als früher noch, ne? Also auch Blinddarm wird ja auch manchmal mehr abgewartet, ne? Früher hieß es ja immer zack raus, aber der ist ja schon auch wichtig, ne? Unser kleiner Freund da unten. Ja, Und genau. Wir haben sie denn damals rausgenommen, wobei ich so ein bisschen so ein Zwicken da unten hatte. Also war eigentlich ehrlich, völlig ja? unten. Okay, oh ja. Und die Mandeln ja genauso, ne? Die Gaumenmandeln, ja, wie ich ja jetzt neulich gelernt habe, also die normalen, die man sieht im Spiegel, ne? Die werden ja auch jetzt nicht mehr ganz so schnell entfernt. Ja. Ja, das sind halt auch alles wichtige Organe des Immunsystems und die sollte man schon möglichst versuchen zu behalten. Ja, und dass wir, man merkt halt auch mehr und mehr, dass wir früher so wie so ein Ersatzteil lager oder hier, das kann raus, hat keine Funktion, weg damit. Und aber man merkt mehr und mehr, es ist wichtig, wirklich den ganzen Menschen zu sehen und zu schauen, warum ist das jetzt so an der Stelle, warum zeigt sich das jetzt so, ne? Und dann einfach ja, abzuwägen. Zahn-OPs hattest du ja vorhin schon ein bisschen mit angesprochen. Möchtest du da extra noch mal was dazu sagen oder ist das eigentlich jetzt schon abgehakt? Tja, das hat man, glaube ich, denke ich, Ja. ganz gut abgebaut. Also Ja. auch was die Vollnarkose angeht, dass man sich besser an noch eine zweite Meinung einholt und vor allem sich fragt, ist jetzt so ein großer Eingriff, also eine Narkose zieht ja auch Nährstoffe und ist erstmal, die ganze Situation ist für das Kind auch, naja, muss man irgendwie umgehen damit. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich nötig, das zu machen? Wenn keine Schmerzen sind zum Beispiel. Die meiste Milchzahnkaries macht nie Probleme. Also ist die Frage hypothetisch, dass eventuell mal ein Schmerz auftreten könnte, so in 5 Jahren, muss man jetzt da die Vollnarkose jetzt deswegen machen? Oder kann man nicht einfach in ein paar Jahren den Zahn einfach behandeln, der Probleme macht und fertig? Ja, Oder genau. Ja. was? Also da sind sie wirklich sehr schnell dabei mit Ja. Vollnarkose. Also so, wenn ein paar mehr Zähne betroffen sind, dann ist immer eigentlich der Kinderzahnarzt sagt dann, ah ja, mach mal eine Vollnarkose. Und da wird dann halt auch was gemacht, oft was wo dann hinterher die Mutter sagt, nee, das ist wohl war mit mir gar nicht abgesprochen. Also das ist halt, da überlässt man dem Kind den Zahnarzt. Der Zahnarzt sagt dann, ja, wir machen das, was nötig ist, während wir da diese OP machen. Und da hat die Mutter dann oft wenig Einfluss drauf, noch zu sagen, das will ich nicht, sondern da wird dann einfach gemacht und dann hier, wir haben jetzt das und das gemacht und den Zahn gezogen und die Mutter so, ja, okay. Also das war ja so gar nicht abgesprochen. Aber die Mutter unterschreibt dann oder die Eltern unterschreiben dann so generell, ja, was nötig ist, macht halt. Und das ist halt, ja, also das würde ich nicht gerne wollen für mein Kind. Also. Ja, auf jeden Fall. Also, dass man da aufpasst. Und auch ansonsten würdest du sagen, so diese medizinische Betreuung, gibt es da noch irgendwelche Punkte, die du jetzt noch ergänzen möchtest, wo es vielleicht übertrieben ist? Es muss ja jetzt nicht immer auch gleich eine Operation sein. Kann ja auch was anderes sein, was dir noch häufig auffällt, wo Kinder vielleicht unnötig traumatisiert werden oder wo es einfach unnötig ist, auch sich als Eltern zu viele Gedanken zu machen.
Also was ich leider häufig beobachte, ist direkt nach der Geburt, dass Neugeborene ihren Müttern weggenommen werden quasi und mit Antibiose auf die Neugeborenen in die ITS getan werden, einfach nur weil irgendein Laborwert erhöht ist. Also das Kind ist Okay. vollkommen unauffällig, ist nur ein einziger Laborwert, der gar nicht so aussagekräftig ist vielleicht und schon Kind zack weg eine Woche oder ein paar Tage auf die Neugeborenen ITS und mit Antibiotika voll. Und das ist so oft unnötig und macht Okay, ja. so viel Trauma für die Mutter, die in dem Moment eigentlich, also die emotional und hormonell instabilste Zeit vor sich hat, so Wochenbett, dritter Tag, Milcheinschuss und dann das Kind nicht haben zu können oder nur mal kurz und immer nach Hause zu müssen und dann der Stillstand wird verbaut. Also, und da werden die Eltern oft richtig gehend überfallen damit. Also die rechnen gar nicht damit. Die denken, oh, mein Kind ist da, mein Kind geht's gut und alles super. Und dann kommen die mit ihrem Laborwert, ach hier, wir nehmen das Kind mit, hat irgendwelche Entzündungswerte erhöht. Ja, müssen wir behandeln. Das war mal bei meiner Schwester, so beim ersten Kind. Da war es zum Glück dann so, dass die haben dann mit mir Rücksprache gehalten und ich habe gesagt, handeln mit denen aus, ihr macht in ein paar Stunden eine Kontrolle und wenn dann alles in Ordnung ist, dann ist es ja völlig unnötig. Und so war es dann auch, es war alles in Ordnung und aber sonst, die stand da im Raum, die Kinderärztin, und wollte das Kind mit auf ITS nehmen. Und das passiert wirklich sehr häufig, also leider. Ja, ja. Die Eltern sind nicht vorbereitet, die Eltern sind da im Glückstaumel, ihr Kind ist da und dann steht da die Kinderarztkavallerie und so, jetzt ist die Party vorbei, jetzt. Und da sollten mehr Eltern sagen, nee, Moment. Wir wollen Ja. das anders haben. Das lässt sich anders machen. Vor allem, da werden Laborwerte behandelt, wenn man genau hinguckt. Nicht ein Patienten. Man behandelt normalerweise einen kranken Menschen, wenn er behandlungspflichtig ist. Aber nur weil irgendwas passieren könnte, weil ein Laborwert erhöht ist, ist einfach in meinen Augen völlig übertrieben. Und ich kenne auch welche, die haben dann das abgelehnt und dem Kind ging es super. Und also das passiert so wirklich so oft. Und das tut mir immer am Herzen weh, weil das so viel nach sich zieht dann mit dem Ja. Stillen und mit dem Bonding. Und also das ist so unnötig einfach. Und da sollten Eltern ein bisschen vorbereitet sein drauf, um dann Genau. sich Ja. planen können. Dass Man muss es wissen, ne? Deswegen auch das Video jetzt mal wieder als Impuls. Es betrifft vielleicht euch jetzt nicht direkt, aber es ist wichtig, einfach zu wissen und vielleicht auch das Video zu teilen und zu sagen, okay, schaut hier und hier und hier mal hin, dass man es vorher einfach weiß. Und jetzt, wie zum Beispiel mit den Laborwerten, ne, dann wissen jetzt viele, die zugeschaut haben, schon, okay, wir handeln mal aus. Wir sagen, testet nochmal nach, wir wollen es jetzt noch nicht. Ne? Weil gerade auch in dem frühen Alter ein Antibiotikum ist ja jetzt auch mal eine gute Sache für einen Darm, in Anführungsstrichen. Ne? Und was das dann auch nach sich zieht, jetzt vom Bonding und Stillstand mal abgesehen. Und ja, auch überhaupt so dieses zu schnell mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das müssen wir irgendwie wieder so in den Griff kriegen, so eine Balance, ne? Zwischen es ist schön, dass wir diese Sachen haben für den Notfall und zu sagen, okay, aber es ist nicht alles ein Notfall, ja? Und dann einfach zu gucken, ne? Genau. Also das ist auch so eine sensible Zeit und das wird halt das Gefühl halt ausgenutzt. Und da hängt Ja, dann ja, ja. dran, wenn die Eltern dann nämlich nicht mitmachen, dann wird dann ganz schnell mit Kindeswohlgefährdung und Jugend, also das ist richtig böse, also ich finde das als böse, wie dann mit den Ja. Eltern umgegangen wird. Ja, Dann total. Ja. wenn das Kind dann 3 Tage da ist, dann ist es ja ganz typisch, dann fangen die an gelb zu werden, die ganz normale Neugeborenen-Gelbsucht. Und dann haben die auch ganz normale Werte, die halt ein bisschen höher sind, wie es normal ist, aber noch lange nicht im behandlungspflichtigen Bereich. Aber es gibt immer noch einen Grund und noch ein Kind, warum noch einen Grund, warum das Kind noch länger da bleiben soll. Und also da hat man echt das Gefühl, die brauchen einfach das Geld Ja. für die Die Behandlung, die eigene Belegung Behandlung. und die Behandlung und ja, man muss da auch wirklich aufpassen, ne? Und ich meine, dann gibt es hier vielleicht noch Ärzte in der Ausbildung, die noch so und so viele Untersuchungen machen sollen und das mal probieren. Und hier, ne, man muss halt wirklich aufpassen, ne? Warum ist das jetzt wirklich nötig? Und wir hatten das auch, wir mussten auch unterschreiben, als wir das Vitamin K in Tropfenform geben wollten und nicht diese Monsterdosis da gleich, ne? Und ja, mussten wir unterschreiben. Aber es ging noch. Also es war jetzt kein, es wurde jetzt nicht gedroht, aber ich habe das auch schon gehört und ich finde das genau wie du sagst, in dieser sensiblen Phase sollte man da wirklich viel, viel besser überlegen, wie man mit den Mamas umgeht, den Papas umgeht und vor allem auch was Angst machen anbelangt, weil das ist einfach nicht schön, ja.
Ja, und die Eltern werden dann zum Teil richtig eingeschüchtert und dann muss man halt unterschreiben. Man muss quasi Tod und Verderben unterschreiben und man muss sich alles Mögliche anhören. Und da muss man echt quasi die Scheuklappen aufsetzen, um sich davon nicht manipulieren zu lassen, weil das ist hochgradig manipulativ eigentlich. Mit dieser Angst und mit dem, ja, Ja. doch Tod und Verderben werden bestimmt eintreffen, wenn ihr nicht das tut, was wir Ja, wollen. und das Und ist so ungerecht, wenn man sich dann im Umkehrschluss wieder anschaut, wie manche Dinge, die auch bei der Geburt off-label verwendet werden, dann hier los mal schnell eine Unterschrift, ne? Und was das dann wieder alles nach sich ziehen kann, ne? Also, das ist halt, ja, also gewisse Dinge werden verharmlost und andere Dinge werden über die Maßen, mit Angst besetzt. Und da wird halt auch, und das ist ja auch, dann wird immer so getan, ja, es sind sachliche Argumente, wissenschaftlich, aber am Ende wird mit Angst manipuliert. Es wird an den Emotionen gegangen, es wird nicht an den Verstand gegangen. Ja, wir schauen mal, wir schauen uns die Zahlen an, wir atmen mal tief durch. Nein, es wird direkt wirklich mit der Angst und das ist halt nicht schön. Und deswegen, also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du uns hier über alles da so ein bisschen aufgeklärt hast. ja, man sollte eigentlich immer aufmerksam werden, wenn mit Angst gearbeitet wird. Ja, Also da immer, kann ja. man eine Warnlampe zulegen, wenn versucht wird, mit Angst zu manipulieren, dann sollte man immer denken, okay, das muss ich mir mal noch mal genauer angucken und noch mal genauer die Fakten dazu recherchieren. Ja, Angst ist ein schlechter Berater, ne? Und das bleibt auch im Krankenhaus trotzdem so, ne? Und das ist auch da kein guter Berater. Und also vielen, vielen herzlichen Dank. Und nochmal an euch den Aufruf, falls ihr noch andere Dinge habt, über die ihr sprechen wollt oder wo ihr euch ein Video mit Sarah vielleicht später nochmal wünscht. In einer Weile schreibt es doch gerne in die Kommentare oder vielleicht kann ich auch nochmal dann nachlesen und falls es noch eine konkrete Frage gibt, dich nochmal fragen. Aber vielen Dank, dass du uns jetzt erstmal wirklich so gut durch dieses Thema geführt hast und da auch so Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, vielen Dank für dein ja, Dasein, für die ja, Emanzipation im Gesundheitsbereich auch und weil ich das halt auch wirklich wichtig finde, ne? Immer wieder wichtig finde, weil da einfach so viel Potenzial für Trauma ist, ne? Und unnötig. Und ich Leiden gehört zum Leben dazu, aber unnötiges Leiden muss ja nicht unbedingt sein, ne? Das ist richtig. Ja, also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher und ja, bis zum nächsten Video und lasst gern ein Like da und schreibt auch gern einen Kommentar, auch wenn ihr keine weitere Frage habt, wie es euch gefallen hat. Tschüss!